Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Grand Ages Medieval. In dem letzten Let's Play habe ich euch mal gezeigt, wie man es nicht machen sollte. Nicht einfach sinnlos drauf losbauen, bringt absolut nichts. Grand Ages Medieval ist doch ein wenig anspruchsvoller. Hier machen wir wieder ein neues, freies Spiel. Und jetzt werden wir es mal richtig machen. Wieder mit natürlich ganz Europa. Wir feuern mal so richtig alle 8 Kontrahenten. Außer hier wählen wir den Startbeginn wie anfangs Deutschland und Worms. Ich habe gesagt, gleiche Startbedingungen und los geht's. So, das sparen wir uns mal. Kein Ding. So, dann halt. Als allererstes schon mal erstmal zu Anfang die Geschwindigkeit runterdrehen. Mal gucken wir mal in den Soundoptionen, ob die geblieben sind. Ja, so ist alles gut. So, wir starten in Worms. Schicken unsere Speer erstmal Richtung der ersten Stadt. Gleichzeitig gehen wir mit X in unser Stadtmenü und bauen doch schon mal prophylaktisch einen Bautrupp. Und erhöhen gleich mal unsere Holz- und Lehmvorräte. Die sollen wir ein bisschen schneller produzieren. Hier haben wir. Hier haben wir Herzlich schon. willkommen. Schaut euch doch erstmal meine großen Kasernen an. Die brauchen wir uns nicht ansehen. Hier haben wir ja schon mal ein Handelsabkommen. Also So gut wie reisen wir angekommen. gleich mal weiter die Richtung So gut wie angekommen. Magdeburg. Ich weiß ja schon, dass so Magdeburg ist. Oh, hier haben wir schon mal einen Obelisken. Den schnappen wir uns mal. Und 162 Liegt Holz, in der Nähe. wunderbar. Ich werde schneckenförmig unser Gebiet hier abgrasen und den Fog of Kein War Ding. lichten. Und schon mal hier die Willkommen. in Möge Magdeburg. unsere Beziehung in meinem Sinne sein. Ja, genau. In meinem auch. In Magdeburg Was schon könnt ihr mal mir bieten? die diplomatischen Beziehungen erhöhen, und zwar zuerst mit einem Transitabkommen. Ja, 2,8, ob das reicht, wir werden mal sehen. Euer Angebot ist nicht überzeugend. Nee. Was könnt ihr mir bieten? Euer Angebot wird meinen Wünschen gerecht. Okay. Abgemacht. Was könnt ihr mir bieten? So, Handelsabkommen.
Ja, die wollen Kohle haben, die Banditen. Mal sehen, ob 3200 Euro. Euer Angebot wird meinen Wünschen gerecht. Ja. Abgemacht. Ist doch schon mal was. Fast da. So, was haben wir hier Schönes? Holzhütte. Die Holzhütte lassen wir mal da, wo sie ist. Denn in den Holzhütten stecken weitere, ich sag mal, Kämpfer, die wir benutzen können, wenn wir gegen Banditen kämpfen und unsere Speer so gut wie angekommen langsam schrumpfen. Gehen wir zur Holzhütte und da können wir sie aufstocken lassen. So. Willkommen in meiner Stadt. Ich denke, ich kann euch trauen. Ach, wir warten mal hier noch mit Nürnberg. Kann sein, dass der von selber kommt, weil unser Bautrupp ist noch am Bauen. Ich hätte mal zuerst einen Händler bauen sollen. Den hätten wir schon mal losschicken können. Kein Ding. Ich grase erstmal hier noch ein bisschen alles ab. Liegt in der Nähe. Vielleicht seid ihr Nürnberg ja an einem Angebot interessiert. Also geht nicht gleich zu den Städten und erhöht die diplomatischen Beziehungen, sondern wartet einen Moment, die kommen von selbst. Hoffentlich profitieren wir beide von diesem Bündnis. Aufsitzen. Eigentlich könnte man jetzt gehen und sagen, komm, mach mal hier so gut wie angekommen. Handelsabkommen. Kein aber Ding. Aber kein Ding. Dolmen. Die waren zuerst da. Oh, das wird geschlachtet. Lass die mal sich gegenseitig auf die Birne hauen. Unser Bautrupp ist fertig. Wir können einen Händler basteln. Gar nicht lange gewartet, draufgeklickt. So. In unserer Stadt ist ja jetzt der Bautrupp. Den schnappen wir uns gleich mal. Und sagen ihm mit den Richtungstasten links und rechts, hier unten links zu sehen, eine Straße bauen. Und zwar von Worms mit X bestätigen, zur nächsten Stadt mit X bestätigen und das Ganze mit Dreieck bestätigen, dass hier eine Stadt bauen soll. Zack. Und schon am Start. Und er soll mal gleich ein wenig von unserem Leben verbraten und die Straße ausbauen, damit der Händler ein bisschen schneller handelt. So, hier unten ausgesucht mit den Richtungstasten, Straße ausbauen, angeklickt, denn erscheint hier ein Icon zur Aufwertung der Straße. Das markieren wir uns mal und bestätigen mit. Packen wir es an! So, es brauchen nur genug Lehmvorrat und er baut die Straße aus. Achso, hier ist der alte Obelisk, den wir schon ausgeräumt haben. So, einmal kurz speichern. Mein Spielstand.
So, es hat Pling gemacht. Ich gehe mal davon aus, dass unser Händler fertig ist. Jawohl. So, mit dem sogenannten Fokuspunkt, dem Kreis hier, und L1 gedrückt, können wir hier mit dem Säckchen erkennbar unseren Händler anklicken. Hier unten sehen wir mit den Richtungstasten, können wir dem Händler, ganz wichtig, weitere Karren zuordnen, damit er nicht nur 100 Waren, sondern dann eben 300 Waren mitnehmen kann. Oh, komm, 4 Karren kriegst du dazu. Wir weisen ihm gleich eine Handelsroute zu. Und zwar mit X klicken wir an Worms, Gütersloh, Magdeburg, und hier haben wir noch nichts, können wir noch nicht machen. Das war's erstmal. Bestätigen hier ganz links mit den Richtungstasten, dass er die Handelsroute aktivieren und soll. Los geht die Tour. Zugleich können wir ihm jetzt sagen, hier unten mit den Richtungstasten, wie er handeln soll, ob ausgeglichen oder Produktion. Mit Entwicklungspunkten können wir nachher noch weitere Einstellungen dazu bekommen. Aber dazu kommen wir nachher später, wenn das Spiel weiter fortgeschritten ist. Ich lasse erstmal das so, wie es anfangs ist, und zwar ausgeglichen. So, er handelt, sehr gut. Gucken wir auf unseren Goldvorrat, 165.000. Dann soll er mal loshandeln. So, wir warten mal, bis hier unsere Speer. So, fertig sind sie. Später Speer anklicken. Fast da. Klicken, also markieren. So. Zack. Was hat er für uns? Kohle. Ja, okay. So, wir haben nur noch 6 von diesen Kollegen. Das heißt, wir wandern mal mit unseren Speeren in diese Richtung. Sagen, ihr habt dem Nürnberger Bürgermeister, dass wir unser... Ihr habt ein gutes Angebot für mich. Unsere diplomatische Beziehung erweitern wollen, und zwar zu einem Handelsabkommen. Bieten ihm mal schlappe... Ja, die wollen ja richtig Kohle haben, die Banditen. Mal sehen, vielleicht reichen 3200 aus. Dieses Angebot kann ich sicherlich annehmen. Na, wunderbar. Mit X, mit Dreieck vorschlagen. Und alles wird gut. So, Speer sind noch aktiviert. Wir gehen, wie eben gesagt, zu der Holzhütte. Kein Ding. Und werten da mal unsere Speer auf. Zack, 4 Männer willigen dankbar ein, dass sie sich uns anschließen können. Okay. Schon haben wir da unten, links unten zu sehen, wieder 10. So. Auf unsere Tab-Taste können wir mal durchklicken. Einheiten und Städte. Uwe Bauer. Der ist gerade in Gütersloh. Den mit X markieren wir uns den mal und geben mit den Richtungstasten wieder eine neue Handelsroute hinzu. Und zwar letzte Stadt löschen mit Viereck. Hätte ich mir auch sparen können. Magdeburg, Nürnberg und fertig. Das war's schon. Route ist noch aktiviert, ausgeglichen.
er handelt. Wie ein Verrückter hoffentlich. So, wir hatten eben noch 165.000, jetzt haben wir schon 170. Mal sehen, wie gut er jetzt handelt. Der Bautrupp baut immer noch. Wir gucken mal in Worms, wie unser Produktionsvorrat ist. Ja, Leben sieht ein bisschen knapp aus, 16, aber wir haben ja Gott sei Dank unsere Produktion schon mal erhöht. Das ist schon mal gut. Und solange der Handel da handelt, der Händler handelt, bauen wir uns über den Gasthof schon mal ein paar Siedler. Einfach mal so. Nee, nicht einfach mal so. Wir werden das schon. Die benötigen wir schon. So, weiter geht's mit unseren Speeren. Die können wir auch, wir müssen nicht unbedingt nah rangehen und die so mit X markieren. Wenn wir wissen, dass die draußen im freien auf freiem Feld sind, reicht es, wenn wir mit dem Fokuspunkt hier irgendwo sind, R1 gedrückt, mit dem linken Stick in die Richtung unser super toll gemachtes Menü hier gehen und einfach damit X bestätigen und schon sind sie markiert und wir können weiter aufsetzen den Fog of War lichten aufsetzen und hoffentlich fast da den werden wir mal noch nicht angraben. So gut wie angekommen. Warenhaufen. Kein Ding. Ziegel. Na, wenn das nicht mal Glück ist. Die brauchen wir unbedingt. Kein Ding. Wären automatisch. Liegt in der Nähe. An der nächsten Stadt sozusagen abgeliefert und verkauft. Das heißt, wenn wir genug Arbeiter haben, die haben wir noch nicht. Ja, die kommen noch. Ein schönes Feature ist, wenn wir in den Menüs sind, in Stadtmenü zum Beispiel, können wir mit der L2-Taste ein weiteres Icon aufrufen, womit wir hier die Informationsbuttons sozusagen abrufen können. Wo uns gesagt wird, Bauwaren fehlen, Arbeiter fehlen. Und hier haben wir oben noch ein Informations-Icon, worüber man sich informieren kann, was zum Beispiel in der Stadt Worms so los ist. Das finde ich gut gemacht. Unsere Siedler brauchen noch eine Weile. Unser Händler handelt. Das heißt, wir können noch mit den immer noch markierten Speeren. Liegt in der Nähe. Erstmal hier. Liegt in der Nähe. Holzhütte. Liegt in der Nähe. Wie schon gesagt, da sind weitere. So gut wie angekommen. Kräfte fast drin, da. Falls wir irgendwann mal wieder kämpfen müssen und schrumpfen. Ein Zelt. Kein Ding. Zelt ist gut. Da steckt ein Veteran drin, der unsere Speer oder militärischen Einheiten aufwertet. Kostet uns natürlich was, wir bekommen aber plus 87 Erfahrungspunkte und das soll mir doch 3200 Gold wert sein. Fast da! So, so gut wie angekommen.
Hier ein paar Banditen drin. Na, war mir doch klar. So, die lass kämpfen. Die haben keine Aufgabe. Dann wollen wir denen mal eine Aufgabe geben. Und zwar sollen die jetzt das Stück hier aufwerten an Straße, damit unser Händler schneller unterwegs ist. Wir bauen alles aus. So, okay. Das soll es erstmal gewesen sein. Im nächsten Teil mache ich weiter wie folgt, und zwar mit unseren hoffentlich gleich produzierenden Siedlern. Gehen wir irgendwo hier hin und sehen zu, dass wir Kohle und Metall abbauen können und dafür eben eine neue Stadt gründen. Bis dahin sage ich erstmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Teil. Tschüss!